Und damit Hallihallöchen und herzlich willkommen. Wir haben Auftrag Feld 26 Düngen. Habe ich schon mal angenommen. Ist natürlich jetzt hochintelligent, den Trecker ohne Fronthydraulik zu nehmen. Aber das macht nichts. Ich könnte auch Mineraldünger nehmen, aber nö. Wo ist Feld 26 überhaupt? Da ist Feld 26. Okay. Dupdi-dupdi-du. Ich habe mir gedacht, wir machen mal eine kleine Missionsfolge, während der hier da am Düngen, am Säen ist. Am Düngen, sage ich schon. Jo. Womit fahren wir dann jetzt raus? Mit der Sämaschine düngen? Oh, das ärgert mich so. Ich warte wieder auf diese, auf dem Bodenwalz gedingselte Mod, womit man so wunderschön den Boden bearbeiten konnte. Da warte ich gerade noch so ein bisschen drauf, dann kommt da nämlich wieder Betonplatte hin. Oder ist zumindest so geplant. So, rein von der Theorie muss er doch hier irgendwo eine Zufahrt haben, oder? Nö. Oder ich bin so jetzt und hab's jetzt. Doch, da ist er doch. Ich bin so jetzt und hab's nicht gesehen. Aber egal, fahren wir die Reihen mal rauf und runter. Mit dem Breitreifen ist natürlich besonders löblich. War doch Feld 26, oder? Ja. Ich wollte aber sagen, hä? Am Boden siehst du nichts. Also ich sehe keine Veränderung am Boden. Okay, egal. Lass mal. Ich möchte das Feld ja auch nicht gedüngt haben, ne? Ich habe mir gedacht, das Geld können wir uns mal mitnehmen. Oder sehe es einfach nicht mangels Licht. Ah, oh, scheint halt so. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade echt nicht. Na egal, wir fahren hier aber mal. Wir fahren hier einfach mal ein bisschen rauf und runter. Doch, man sieht es, aber sehr, sehr, sehr schwer. Sehr, sehr schwer. Dupti dupti du. Dupti dupti da. Der Mann mit dem Kompressor ist da. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Und denkt bitte dran, morgen Abend ist Stream LS19. Boah. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhne. Mit der Community auf Twitch so ab 19:30 spätestens. Ich glaube, zwei Plätze habe ich frei. Weil, wie gesagt, das ist ein extra angelegter Spielstand dafür, für die Streams, für mit euch zu spielen. Und wir sind da noch nicht sehr weit. Ah, auf der Ravenport.
Und wir sind nun da noch nicht wirklich weit gekommen. Weil den Startstream, den habe ich alleine gemacht. Da hatte ich das noch nicht vorbereitet, die Mods noch nicht hochgeladen, dass ihr so euch runterladen könnt. Und nichts. Du sollst nicht speichern, du sollst. Jetzt muss aber was passieren, so langsam. Na toll, ich habe da ein paar Reihen ausgelassen. Ah, tu du trotzdem. Abschließen. Ja, Baumwolle auf der 17. Ich weiß nicht. 17, wo haben wir die 17? Da haben wir die 17, weiß nicht. Baumwolle dauert ewig einfach. Nee, komm. Wir gucken, was wir machen. Vielleicht düngen wir auch unser Feld mal eben. Könnte man nämlich auch machen. Ich frage mich, warum der Verkehr immer anhält. Damit die Platz zum Drehen haben oder wie oder wo oder was? Also muss ich nicht immer verstehen. Boah, wo doch Zeit hat, wir düngen. Mit dem Breitreifen machen wir uns sonst viel, 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 viel kaputt. Betonung auf viel. Kam ich mal die Funzeln an. Machen wir die Funzeln mal an. Wackel, 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 Dackel, Dackel, wackel, wackel, Dackel. Ich will eine Teilbreitenabschaltung. Ja, ich bin mal gespannt, wie es beim Dreschen hier auf dem Feld läuft. Muss ich ganz ehrlich sagen, oh, das Dach, das hat mich jetzt irgendwie mega geblendet, wenn er da mal gerade aufs Dach guckt. Also es ist irgendwie unangenehm. Aber schon irgendwie nice. Schon nice. Muss man ja wirklich mal sagen. Ich meine, wir könnten auch Insta anfangen mit Schafen. Müsste ich nur gucken, wo ich die hinbretter. Für Pferde bräuchten wir Stroh und Hafer. Gelegentlich auch mal Heu. Aber auch nur gelegentlich. Weil ich habe tatsächlich diesen automatischen Ausrittmod mit drauf. Weil ich den für als praktisch ansehe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man hat nicht immer die Zeit und gerade im Let's Play, klar würde ich auch mal ein Tier ausreiten wollen. Logo. Aber so in der Grundmasse hat man nicht immer die Zeit dafür.
Aber der steht jetzt da und wartet auf seinen Einsatz. Auch Wunderbärchen, ne? Auch Wunderbärchen. Joa, ich sage ja, wir könnten auf Schafe gehen. Da würde ich eure Meinung ganz gerne zu haben. Schafe, ja, Schafe, nein. Dann warte ich nämlich mit den Schafen noch ein bisschen, weil die bringen uns auch Geld ein. Ich könnte auch überlegen, ob ich mal eine Runde Zuckerrohr mache hier. Könnte ich auch überlegen. Einfach mal als Zwischenfrucht mehr oder weniger. Was ist denn auf dem Streifen hier? Der Streifen ist dann wieder voll gedüngt. Den Streifen kann ich zumindest nicht düngen. Ja. Muss gepflügt werden. Ich kann mal hin, Deutsch. Die nächste Runde wird dann tatsächlich schon sein. Unkrautbekämpfung. Aktuell auch noch chemisch. Wobei ich mich frage, wie die Leute das machen, die im Farmhaus spielen. Weil ich muss tatsächlich sagen, auf meinen Privatspielständen mit Farmhaus, ich gehe pennen und dann habe ich 5 Meter hoch und Unkraut im Feld stehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Also das haut bei mir irgendwie nicht ganz so hin. Nein, nicht, dass man Farmhaus unbedingt braucht. Ich meine, es ist praktisch, definitiv. Ich könnte die Zeit aber auch mal 15 stellen. Dann hätten wir auch einen relativ guten Tag-Nacht-Rhythmus. Ich stelle die jetzt langsam sowieso hoch. Einfach wegen der Nacht. Stelle ich die dann langsam hoch. Und dann muss ich nächste Runde gucken, dass wir definitiv was anbauen, was Kohle bringt. Definitiv brauchen wir Geld. Ich denke mal, die Wahl fällt dann auf Raps oder Sojabohnen. Weil das sind so die Früchte, die eigentlich immer Geld gebracht haben. Ist der Boden da eigentlich dann auch vollgedüngt? Ich kann es nicht wirklich sagen. Ich glaube aber tatsächlich nicht. Probiere ich jetzt aus. Ich ziehe jetzt einfach hier rüber. Mache ich einfach mal, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Ja doch. Das funktioniert. Das ist Wunderbärchen. Fahr doch nicht so weit hin. Ja, bist denn du bescheuert? Jetzt fahren wir die Strecke hier mal hoch. Dann sind wir tatsächlich mit einer Füllung hingekommen für das Feld. Nicht verkehrt, nicht verkehrt. So langsam müsste es dann da weggehen. Ja, so langsam. Da, wo ich quer gefahren bin halt. In dem Geflügten sieht man es noch. In dem Geflügten sieht man es noch.
gucken, kriege ich einen Auftrag für 27? Eben gucken. Kriege ich einen Auftrag für die 27? Nein. Schade, für die hätte ich den Auftrag gerne gehabt. Dann für die 28, 29, ich meine nicht. 23. Ne. Ne. Leider nein, leider nein. Hätte ich gern gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Drehzahl rauf. Ja, kalken wollte ich demnächst auch mal. Nach der Ernte wollte ich mir im Kalkstreuer erst drüber fetzen. Dann unterarbeiten den Kalk. Dupti-dupti-du. Dupti-dupti-da. Jetzt warte ich darauf, dass die Nacht vorübergeht. Und dann sehen wir uns am nächsten Tag. Bis dann. Tschüss.